Jo, einen schönen guten Tag auch. Und damit wir das gleich sehen hier, wir sind hier in der Verbrennergrotte. Hier ist der Beweis, stehen nur Verbrenner da. Und hier auch Verbrenner. Oh, meine Tür. Gleich mal zumachen hier. Geht doch ein bisschen der Wind. Und da haut es die noch rum. Ja, hier mein neuer Erwerb. Man sieht noch Leuchten hier. Kann man es erkennen? Ich denke, man kann es erkennen, oder? Und hier ist noch ein Verbrenner, damit ihr gleich seht, wo ihr seid, ne? Das ist der andere Verbrenner. So, und jetzt muss ich mal das Kabel einmal abmachen von dieser hier. So, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Hier ist der Elektrische. Das ist er, der Junge. Und der müsste jetzt fertig geladen haben. Und so sieht es auch aus. Müssen wir mal schnell den Stecker freimachen hier. Ja, hat doch geklappt. Wunderbar. So. Dann machen wir die Kiste wieder zu hier. So, und jetzt kommt das Teil hier dran. Mit einer Hand natürlich nicht so berauschend, aber das kriegt man schon irgendwie. Muss ja auch keiner mit dem Moped los. So, und heute soll es mal eine kleine Ausfahrt geben. Und zwar die Karfreitagsausfahrt. Das Wetter sieht ja sehr schön aus, aber eben nur von innen nach außen. Ne? So, ich melde mich nachher noch mal rein. Also, bis denn. In 200 Meter rechts abbiegen auf die A9 in Richtung Berlin. Das machen wir doch glatt. So, heute ist auch eine kleine Autobahn-Etappe angesagt. Und so wie ich es eben an den Windrädern festgestellt habe, ist es so, dass wir den Wind schräg von vorne haben. So sieht's aus. So, jetzt ist der Verbrauch 12,3 Kilowattstunden und jetzt machen wir mal eine Autobahn-Etappe. Und ich denke, da kann man zuschauen. Ne? Der Streckenführung weiter folgen. So, wir sind also Dessau Süd aufgefahren und fahren jetzt Richtung Norden bis Coswig. Das wollten wir eigentlich mit Autobahngeschwindigkeit machen. Mal kurz wechseln hier. Und zwar 130. So, das habe ich jetzt gesetzt. Schauen wir mal, wie sich das alles so entwickelt hier. Die Sonne ist mit uns. Außentemperatur 13 Grad und Wind schräg von vorne links. Ja, Verbrauch geht schon hoch, schon über 13 Kilowattstunden. Ich denke mal, wir werden irgendwo bei 17, 18 Kilowattstunden landen, circa. Wir sind gerade an Dessau Ost vorbeigefahren. Der Verbrauch hat sich erhöht auf 14,6. Wie gesagt, leichter Wind, schräg vorne links. Jetzt fahren wir gleich über die Elbe.
sind wir am Fockerode vorbei. Ja, also mit 130 hier auf der freigebenden Autobahn fühlt man sich wie ein Langsamfahrer irgendwie, ne? Ist klar. Die fahren also fast alle schneller, außer die großen Fahrzeuge. Die kann man dann noch überholen und LKW sowieso, ne? So, jetzt nähern wir uns der Elbbrücke. Verbrauch mittlerweile 15 Kilowattstunden, 15,1, steigt also langsam an. Hier sieht man mal die Windfahne. Ach, wir haben sogar jetzt schräg von hinten ein bisschen. Oh, also vorhin auf der Bundesstraße, die zur Autobahnauffahrt geführt hat, hatten wir den Wind schräg von vorne, ne? Also jetzt erklärbar, warum wir nur 15 Kilowattstunden haben, 15,2, die langsam ansteigen. Das ist also für 130 mit diesem Mini-SUV ein sensationell günstiger Wert. Ne? Das heißt, man könnte auf der Autobahn locker über 200 Kilometer machen bei dem Tempo und müsste dann erst an die Zapfsäule, ne? Also an die Stromtanke. So. Im Hintergrund wird schon sichtbar die Autobahnabfahrt Coswig. Wir sind also momentan hier bei 15,2 Kilowattstunden, ne? Bei 130 konstant im Eco-Fahrmodus. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Bin also sehr zufrieden und Außentemperatur 13 Grad im Moment. Ne? Also wenn das jetzt 20 Grad wären, dann könnte ich mir das erklären, weil alle Umstände sehr optimal sind. Ja, das machen wir doch glatt. Ja, also bei dieser Außentemperatur wundert mich das eigentlich. 15,3 Kilowattstunden. Ich denke mal, das würde vielleicht bei 16 oder so rauskommen. Ne? So, ich werde mich jetzt hier, vorne ist noch irgendeine Einschränkung, werde ich mich rechts hinter dem LKW, wollte ich sagen, einfädeln, aber ich muss ja hier runter. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Oh, da ist noch ein Fahrzeug. Oh, war bloß das kleine Stückchen, Gott sei Dank. Jetzt rechts abfahren. So, das machen wir doch glatt. Ich hatte schon meine Sorgen, dass ich hier gar nicht abfahren kann. So, 15 Kilowattstunden. Gut, jetzt sind wir ein bisschen langsamer gefahren. Ist aber trotzdem überraschend, ja. So ein niedriger Verbrauch und was man vielleicht eben gerade noch gesehen hat. Rechts abbiegen auf die B187 in Richtung Lutherstadt. Genau, also das heißt nicht nur Lutherstadt, sondern auch Wittenberg. Nach dem Update bringt also das Navi nochmal Details hier in einem kleinen Zusatzbildschirm in der Mitte. Und das finde ich also sehr angenehm. Jetzt rechts abbiegen. So, und hier am Ziel angekommen, und zwar in Coswig an der Elbe. Hier steht er. Ist zwar nicht die Lorelei, aber gar nicht so unangenehm. Sogar Motorbootverkehr auf der Elbe. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Schönes Fleckchen, um ein bisschen am Ufer spazieren zu gehen. Und die hier wohnen, die haben immer eine schöne Aussicht, ne? Wunderschön. So. Oh, ist das schön hier. 13 Grad Wassertemperatur. Da hinten ist der Campingplatz zu sehen, da stehen mehrere Wohnmobile. So, und hier kommt jetzt ein Motorboot. Und das fährt ganz schön schnell.
Die fahren jetzt hier noch eine Kurve. Ich habe mal gewunken. Oh, wegen der Strömung, da müssen sie ganz schön kämpfen. Da müssen sie ganz schön kämpfen. Ja, ja, da war ordentlich ein Außenbohrer dran. Oh, hier kommen sie gerade hin. Ein Schiff wird kommen. Tü, 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 tü.